Entspannt mit Sophia. Sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben, ich bin Sophia und ich freue mich riesig, heute mal wieder die liebe Sonja bei mir zu haben. Ich hatte Sonja 2020 zur Speedrelax-Trainerin ausgebildet und sie hatte dann in München Speedrelax-Trainings gegeben, ist jetzt aber nach Berlin gezogen und genau, daher haben wir sie jetzt schon öfter in Videos gesehen und ich hoffe, dass sie auch öfter wiederkommt. Und ja, freue mich total, dass wir halt beruflich als Speedrelax-Trainerin jetzt auch gemeinsam arbeiten können, auch bei Workshops und wir jetzt hier privat für euch eben auch YouTube-Videos drehen können zur Entspannung. Genau. So ist es. Und dann würde ich sagen, legen wir ganz entspannt los und genau, du darfst dich einfach zurücklehnen und dich überraschen lassen, was heute kommt. Genau, magst du deine Hände einmal hier hinlegen? Also ich gucke mir erstmal an, was wir hier machen können. Und du hast ja noch so Klarlack drauf, ne? Mhm. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich den doch gleich erstmal ab. Sehr gut. Hier dafür einen Nagellackentferner. Ist der in Ordnung? Ja, natürlich. Okay. Benutzt du den bei dir auch? Oder? Nicht den gleichen, aber ich habe auch so Nagellackentferner mit so Pads, die schon eingetaucht sind. Ach so, okay. Genau. Kenne ich gar nicht. Also ich habe immer den hier und da steht ja acetonfrei. Das ist super, ja. Echt? Ich hatte mal gehört, dass irgendwie in den USA steht, extra mit Aceton auf manchen Tassen. Ich dachte immer, es wäre schlecht. Dachte ich auch. Ich habe es auch nur gehört, dass es manchmal so Marketing-Dinge gibt, die in manchen Ländern so sind und in anderen anders. Und da stand halt eben Beispiel Nagellack. Entfernen. Machst du das öfter, dass du so Klarlack drauf nimmst, oder? Ja, manchmal mache ich das tatsächlich, weil meine Nägel sehr leicht abbrechen. Und ja, dann benutze ich den so ein bisschen, um die zu verstärken. Ach so, okay. Das ist auch eine gute Idee. Nur manchmal wirkt es nicht so gut. Kaufen wollen. Ach, den hatte ich hier sogar. Guck mal, ich dachte, das hier wäre schwarzer Nagellack und habe halt nicht gelesen, da steht Ultra Gel Light. Und ich glaube, das ist halt genau Top, was steht da? Top Coat. Ah ja. Ist das dann wahrscheinlich so zur Verstärkung dann auch gedacht ist, ne? Ich glaube schon, ja. Sehr gut. Wie gefällt es dir denn bisher in Berlin? Ich finde es sehr schön. Ich dachte erst, die Stadt ist vielleicht ein bisschen zu groß für mich, aber jetzt empfinde ich das gar nicht mehr so. Ach, interessant. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als du mich meintest, als du mit den Umzugswagen von München kamst, dass du einfach ewig lang durch die Stadt gefahren bist und mir dachtest, wann hört es denn auf? Ja, so war das auch. Aber mittlerweile kenne ich so ein bisschen die einzelnen Bezirke, bin schon ein bisschen rumgekommen. Das ist super. Hast du einen Lieblingsbezirk? Eigentlich der, in dem ich wohne, Friedrichshain.
Ja gut, das kann ich auch verstehen. Ja, vielleicht ändert sich meine Meinung noch, wenn ich noch ein bisschen mehr kennenlerne von der Stadt. Ja, es gibt einfach so viele verschiedene Ecken. Ne? Mhm. Also ich habe schon überall, nicht überall, aber ich, als ich nach Berlin kam, habe ich halt immer in unterschiedlichen WGs gewohnt, weil ich halt nie genau wusste, ob ich hier wirklich bleiben möchte. Mhm. Und da wollte ich mir halt keine Wohnung holen, sondern halt erstmal so zur Untermiete. Klar. Und deswegen, ich habe in Charlottenburg gewohnt, in Kreuzberg, in Friedrichshain, in Schöneberg. Ah. Also, ja, einiges ausprobiert. Und, wo gefällt es dir am besten? Erzähle ich gleich. So, jetzt haben wir hier nämlich für die liebe Sonja ein kleines Bad vorbereitet. Ich habe jetzt ja soweit hier den Nagellack runtergenommen. Und dafür gibt es jetzt Badesalz. Der stammt aus einem Adventskalender. Ah, schön. Ich hatte letztes Jahr mal mit Kenny Kay so ein Adventskalender-Opening-Video gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie das Thema kam. Auf jeden Fall meinte ich so, ja. Also anscheinend ist Badesalz auch irgendwie eine Droge, kann das sein? Wirklich? Das wusste ich nicht. Irgendjemand hatte mich da drunter geschrieben, von wegen des. Und ich dachte mir so, okay. Aber gut, dass du das auch nicht wusstest. Okay, das ist ziemlich geruchsfrei, ne? Mhm. Darfst du gerne. Also es ist auch sehr angenehm von der Temperatur. Mhm. Mit einer Hand da so rein. Ist gut, ne? Mhm. Kannst du noch die zweite dazu nehmen, wie du magst. Ich wollte meine Hände ja auch noch desinfizieren. Also ich habe die natürlich gerade gewaschen, aber weil es schöne Sounds macht, muss ich die gleich nochmal desinfizieren. Gut. Dann können wir gerne weitermachen, wenn du magst. Und zwar ja mit einer Massage. Genau, kannst du gerne rausholen und hier drauflegen. Mhm. Ich würde dir dann einmal so. Wo gefällt es mir am besten in Berlin? Also, meine Praxis für Speedflex Training habe ich ja in Kreuzberg. Mhm. Und ich habe da auch mal gewohnt, und zwar direkt neben Curry 36. Und ich liebe Currywurst Pommes. Und deswegen habe ich dort sehr, sehr gerne gewohnt. Also, es war echt immer so, wenn man aus der U-Bahn rauskommt, ist da halt direkt dieser Currywurststand. Und das war echt so. Ich konnte nie an diesem Stand vorbeigehen, ohne mir eine Currywurst zu holen. Ja, und das war echt gut. Dann vermisst dich der Besitzer bestimmt schon. Ja, vielleicht. Ja, es
weiß ich jetzt nicht. Aber daneben gibt es so einen Gemüsedöner. Und da stehen die Leute immer schlangenweise davor. Und irgendwie war dieser Gemüsedöner mal wohl in irgendeinem Buch drin oder irgendeinem Ratgeber oder sowas. Reiseführer. Auf jeden Fall ist es voll in, da halt anzustehen und sich dann aus einem Döner zu holen. Okay. Ich kam da gerade mal lang, da hat er gerade aufgemacht. Und dann war die Stange nur so 5 Meter lang. Und dachte ich, okay, dann probiere es halt mal aus. Aber hat doch lecker geschmeckt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, es ist mehr so als Event gedacht, so ein bisschen. Ein kleiner Hype. Ja, genau, richtig. Wo warst du denn feiern? Ich war gar nicht feiern. Das ist nur so ein Tattoo, was man sich aufkleben kann. Das verschwindet dann nach so 1-2 Wochen wieder. Ach so. Ja, weil ich hätte gerne Tattoos, aber ich möchte mich eigentlich nicht dauerhaft tätowieren. Ja. Und manchmal klebe ich mir die drauf. Ach so. Das ist ja cool. Ja. Richtig eine gute Idee. Ich hatte auch mal so einen Schmetterling hier aufgesprayt für 2 Wochen. Mhm. Und das war im Sommer. Und ich wurde so oft darauf angesprochen, dass irgendwelche Typen meinen, schicker Schmetterling oder so. Und ich war so, hä? Weil ich es immer voll vergessen habe, dass da hinten drauf war. Genau. Aber ansonsten mag ich in Berlin Friedrichshain auch sehr, sehr gerne. Ich finde, jeder Bezirk hat irgendwie etwas Cooles für sich und an sich. Also ich habe da auch mal gewohnt in Friedrichshain. So. Kommt die zweite Hand dran. Das riecht sehr gut. Du schaust ja auch schon seit Jahren ASMR, ne? Mhm. Das ist cool. Tatsächlich mit deinen Videos bin ich da drauf gekommen. Ach echt? Mhm. Habe ich damals als erstes gesehen. Ja, es ist so witzig. Und ich weiß noch, ich habe das Video gedreht und dann dachte ich mir so, soll ich das hochladen? Soll ich das nicht hochladen? Ich war mir voll unsicher, ob es wirklich entspannend ist. Ich glaube, es ist sehr entspannend. Ja, es ist manchmal echt verrückt. Damals habe ich noch in einer Wohnung gewohnt, wo so 3 Stockwerke über mir ein Gitarrist gewohnt hat. Und ich wusste halt nie, wann er spielt. Klar. Und es war echt teilweise so, dass er mitten im Video angefangen hat. Und ja, dann haben wir erstmal gewartet. Weil ich auch oft Massagevideos damals gemacht habe, noch mit Angela. Mhm. Aber hier in der neuen Wohnung ist es ja so ruhig, ne? Da hatte ich gar nichts. Okay, perfekt. So. Dann würde ich sagen, können wir zur Pediküre kommen, also dass du dir
einen neuen Nagellack gerne aussuchen kannst, weil ich habe jetzt hier auch gar nichts zum Nägelfeilen oder so. Das macht nichts. Die sind sowieso relativ kurz. Okay, perfekt. Dann überlegen wir uns noch, genau, das Öl jetzt natürlich oben wieder abzumachen. Ich habe hier noch saubere. Ich würde jetzt einfach nur hier einmal wegstreichen. Jetzt haben wir hier vorbereitet ganz, ganz viele unterschiedliche Farben. Also gut, dass der einmal klar lag, den hast du ja sonst auch. Mhm. Den in Pink, den habe ich gerade drauf. Den hatte ich neulich mit meiner Nichte gekauft. Also sie ist jetzt 8 Jahre alt. Klar, und sie durfte sich einen aussuchen, hat einen lila genommen und dann genommen. Genau, den hatte ich mir neulich auch neu gekauft. Finde den für mich persönlich nicht so schön. Irgendwie, ich weiß nicht, mein Ton oder so, irgendwie passt es für mich nicht so. Mhm. Aber, ja. Genau, den tue ich halt mal so hier oben auf die Spitze drauf. Hast du irgendeine besondere Lieblingsfarbe? Ich mag Blau oder Grün ganz gerne. Ah, dann würde der ja gleich passen. Ja, ich würde gerne mal ausprobieren. Cool. Ich habe immer sehr, sehr viele Rottöne. Also das ist der, den ich meistens auch in Videos drauf habe. Ja, der ist auch schön, ja. Ja, danke, den mag ich auch gerne. Angela hatte mir mal geschenkt Nagellacke in Gelb und in Orange. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so meine Farben sind. Mhm. Aber gerade den Orangen, den habe ich so gern getragen. Ah, super. Ah, guck mal, da ist er. Ah, schön. Genau. Das ist so ein orangefarbener. Und der ist sogar auf den Nägeln nochmal sehr, sehr strahlend zu sehen. Oh, okay. Also der sieht ja hier recht hell aus. Aber dann ist er recht strahlend. So. Also das hier sind so all meine Nagellacke. Und du kannst gerne mal schauen, welchen du jetzt gerne hättest. Also ich glaube, ich würde wirklich den mal ausprobieren. Super gerne. Mhm. Ich leg dich hier nochmal hin, weil das auch gerade so schön klingt. Also ich
sage es vorweg, ich bin da echt nicht so der Spezialist drin. Das geht mir genauso. Das war auch echt nicht eine gute Idee, Öl da drauf zu machen gerade. Du mal professionell irgendwo gegangen, ins Nagelstudio oder so? Ja, einmal habe ich das schon gemacht. Da hatte ich mal für einen Job die Anweisung, dass meine Nägel ganz kurz sein sollen und ja, dann dachte ich, dann mache ich das jetzt mal. Ja. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Nachdem ich dann dort war, sind die Nägel ganz toll gewachsen und ganz regelmäßig. Ja. Okay. Auch nicht gedacht. Das ist richtig gut. Ich hatte auch mal für einen Job die Nägel schön bekommen. Das war mal für ein ASMR-Werbevideo, das ich für Hornbach mal gedreht habe. Und da haben sie extra eine Frau kommen lassen, die dann mir die Nägel davor gemacht hat. Sehr schön. Das ist echt eine coole Erfahrung. Überhaupt nicht bedacht mit dem Öl. Ich auch nicht. Kannst du ja gerne mal die Kamera halten. So. Genau, so sieht der Nagellack jetzt so aus, an den Fingern, an der Hand. Und ja, kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was so dein Lieblingsnagellack ist, also welche Farbe du gerne trägst. Und wenn du weitere Ideen auch hast für ein Video mit Sonja, dann sag auch sehr, sehr gerne Bescheid. Und ich werde jetzt noch die zweite Hand machen, auf jeden Fall. So. Das ist echt cool, auch wie viel einfacher das geht als beim selbst, ne? Wenn ich das bei mir mache, ist nicht so einfach. Das dauert bei mir auch immer sehr lange. Vielleicht hätte ich den Klarlack nicht richtig abgemacht anscheinend. Ja, der kann ein bisschen hartnäckig sein. So, ich tauche das hier nochmal ein. Hast du von dir gedacht, dass du irgendwann mal nach Berlin ziehen wirst? Also war das irgendwie mal so in deinem Kopf schon früher drin, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe ja schon in sehr vielen Städten in Deutschland gewohnt und Berlin war immer so im Hinterkopf. Ah, interessant. Ja. Ich weiß noch, als du damals die Ausbildung bei mir gemacht hast, da warst du ja auch in meiner Praxis. Und da hatten wir doch auch Mittag gegessen. Und da hattest du mir halt erzählt, dass als du das letzte Mal halt auch reinkamst nach Berlin, dann hatte ich das so erschlagen, diese Größe der Stadt, ne? Ja, das stimmt. Aber manchmal muss man aus seiner Komfortzone rausgehen. Das stimmt.
stimmt. Ich kann mich auch erinnern, ich war nämlich mal vor einigen Jahren, habe ich Silvester gefeiert in Berlin Wedding. Und das war wirklich so, wo ich dachte, es ist eine Straßenseite gegen die andere gerade. Und die Böller flogen einem echt so gefühlt um die Ohren. Und ich bin auch direkt wieder reingegangen und habe zugesehen, dass alle Fenster zu sind. Das war echt krass. Das war ein bisschen wie Straßenschlacht. Das kann ich mir vorstellen. Also, aber war trotzdem sehr cool. Cooles Silvester, das mal in Berlin zu feiern. Nur damals hätte ich nicht gedacht, dass ich mal hier wohnen werde. Ja, ich bin schon gespannt auf mein erstes Silvester hier. Stimmt, ja. Okay. Super. Und wie gefällt's dir? Ich find's sehr schön. Ich finde die Farbe toll. Ja, perfekt. Super. Cool. Dann würde ich sagen, nimmst du die einfach mit, weil ich mag die nicht. Vielen, vielen Dank. So, gerne. Und ja, ich danke euch und dir fürs Zuschauen. Und hoffe, es war spannend. Also, das fand ich auf jeden Fall. Das war sehr entspannend. Und genau. Ich freue mich, von dir zu lesen in den Kommentaren. Wenn du noch nicht abonniert hast, hol das natürlich gerne nach. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ich wünsche dir wie meine gute Nacht. Schlaf schön, deine Sophia und die liebe Sophia. Genau. Und solltest du noch nicht schlafen, dann schau hier gerne für Hörspiele vorbei. Weiteres Video, ein Speed-Relax-Training und ja, hab weiterhin viel Spaß.